Die Checko-App aus Herten ist bereits seit einiger Zeit bei vielen Veranstaltungen im Einsatz, um die Corona-Nachverfolgung bequem erledigen zu können. Zwar gibt es aktuell keine durchgehende Pflicht zur Nachverfolgung, aber die Einhaltung der 3G-Regeln ist umso wichtiger. Mit der Checko-Säule soll das nun schnell und vollkommen automatisch geschehen. Besucher können ihren Nachweis in der App hinterlegen, anschließend lässt sich ein QR-Code abrufen, der vor das Lesegerät der Säule gehalten wird. Das System ist in den vergangenen Wochen bereits erfolgreich getestet worden und bislang das deutschlandweit einzige, das frei verfügbar ist. Die erste Testphase ist ja bei uns hier eigentlich immer in der eigenen Location in der Schwarzkaue. Da hat es schon sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben jetzt ja weit, weit weg vom schönen Ruhrgebiet haben wir in Berlin eine Uni, die das einsetzt mit zwei Säulen in Bereichen eben kontrolliert, dass in die Lehrräume, in die Lehrsäle eben nur Geimpfte oder Getestete eintreten dürfen, das eben automatisiert hat. Die Säulen können entweder gekauft oder gemietet werden. Auch digitale Eintrittskarten sollen damit kontrolliert werden können. Ja, wir sprechen jetzt vor allen Dingen erstmal Leute an, die im Grunde genommen ein einfaches Ticketing brauchen, also Vereine, Verbände, Theater. Es kann aber auch verwendet werden oder könnte verwendet werden auch für Hochzeiten oder ähnliches. Wir können es aber auch für größere Veranstaltungen nehmen, ich sag mal als erste Stufe Verifizierung vor dem eigentlichen Ticketing dann. Also dass wir in der ersten Stufe über die Säule kontrollieren, ob der Impfpass eben vorliegt. Und in der zweiten Stufe wird dann das Ticketing nochmal abgefragt.